Die jahrelange Forschung hat sich für den Sprachwissenschaftler Dr. Maron Curtis Ford gelohnt. Der Spezialist für die saterfriesische und niederdeutsche Sprache hat es sich zur Lebensaufgabe gemacht, das vom Aussterben bedrohte Saterfriesisch zu bewahren. Fast drei Jahrzehnte verwendete er darauf, die alte Sprache der Ostfriesen zu dokumentieren. Ein ungewöhnliches Engagement, für das der 73-Jährige nun den Niedersächsischen Verdienstorden verliehen bekommen hat. Niedersachsens Wissenschaftsministerin Johanna Wanka überreichte die Auszeichnung. Im Aquarikip sind 966, mag ich mit etwa Forschungen. Und dählich, ne, haben wir das Kraunche abgesetzt, ne, ab all das Werk, all die Arbeit, die ich in der vergangenen Tiden gemacht habe. Das war übrigens Saterfriesisch und lautet übersetzt: Verdienstorden ist eine Anerkennung für die Arbeit, die ich seit Jahren mache. Nicht? Ich fing mit meiner Forschung zum Saterfriesischen schon 1966 an. Nicht? Und nach all dieser Zeit, ich habe die ein oder andere Auszeichnung bekommen, aber das ist ziemlich die Krönung heute. Nicht? Ausgerechnet ein Linguist aus dem US-Staat New Hampshire widmet sich seit 1976 dieser Sprache und spricht sie sogar akzentfrei. Ich habe eine Doktorarbeit über das Vechter Platt geschrieben, natürlich, weil ich fremd und schwarz bin und so weiter, haben die das überall in den Zeitungen von Bremen bis was weiß ich, stand es in der Zeitung und so. Und der Gärtnermeister Hermann Janssen, der 10 Jahre in den USA gelebt hatte, hat gesagt, wenn der Mann Plattdeutsch und Englisch und Niederländisch kann, dann lernt er Saterfriesisch über Nacht. Und das ist auch passiert, habe ich sehr schnell gelernt. Und er hat mich zu sich eingeladen und mich gebeten, mich um die Sprache zu kümmern. Das habe ich auch getan. In Kürze dürfte sein Lebenswerk, ein fast 3000 Seiten starkes Sammelwerk mit mehr als 46.000 saterfriesischen Vokabeln, vollendet sein und gedruckt werden. Seit 1988 besitzt Maron Ford die deutsche Staatsbürgerschaft und lebt mit seiner Frau im ostfriesischen Leer. Selbst Muttersprachler dürften das Saterfriesisch nicht so gut kennen wie er. Das allein ist schon bemerkenswert, findet Niedersachsens Wissenschaftsministerin Johanna Wanka. Er hat ein wichtiges Kulturgut von Niedersachsen bewahrt, gerettet, wichtige Bücher geschrieben, diese Sprache mit lebendig gehalten, erforscht, die Menschen begeistert, und dafür hat er heute den Orden erhalten. Neben Saterfriesisch und seiner Muttersprache Englisch spricht der eingebürgerte Ostfriese 4 weitere Sprachen. Deutsch, Plattdeutsch, Niederländisch und Französisch. Und das alles fließend. Zurzeit liest der gebürtige US-Amerikaner akribisch Korrektur seines saterfriesischen Wörterbuches. Im nächsten, spätestens übernächsten Jahr soll das umfangreiche Werk als CD-ROM und gebundenes Buch erscheinen.